Syrer, Afghanen und Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen, warnte zuletzt Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer in einem Facebook-Video, was ihm viel Kritik einbrachte. Ist Wien noch Wien? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei mir, Katja Wagner. Schön, dass Sie da sind. Schäbiges politisches Manöver bezeichnet der Vizebürgermeister der Stadt Wien, Christoph Wiederkehr, die Aussage Mahrers, mehr noch, sie seien rassistisch. Er wohnt selbst nah am Brunnenmarkt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Karl Mahrer warnt vor dem Niedergang des Wiener Wahrzeichens des Brunnenmarkts. Syrer, Afghanen und Araber hätten ihn übernommen. Will er diese Aussage zurückziehen, jetzt wo es so viel Gegenwind gab? Das frage ich ihn gleich. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Judith Püringer von den Grünen in Wien sieht es ähnlich wie der Vizebürgermeister. Sie habe kein Verständnis für willkürliche und billige Hetze gegen Menschen, die dort arbeiten und leben. Außerdem verstehe die ÖVP Wien nichts vom Wirtschaften. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Stefan Berger von der FPÖ Wien stößt sich nicht nur am Brunnenmarkt, sondern auch an dem Vorschlag, dass Straßen in Wien-Favoriten zu Ramadan geschmückt werden sollen. Was kann man gegen geschmückte Straßen haben? Das sagt er uns gleich. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Und Markus Arrige ist der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands in Wien. Gibt es zu viele ausländische Händler auf Wiens Märkten oder ist diese Vielfalt im Gegenteil gut für unser Land und unsere Wirtschaft? Das sagt er uns gleich. Schön, dass Sie da sind. Gut. Ja, Herr Mahrer, ich starte gleich bei Ihnen. Essen Sie denn gerne arabische Küche, Kebab, Hummus vielleicht, Baklava? Ich esse das sehr gern. Aber bei unserer Diskussion in den letzten Tagen geht es viel zu sehr um die guten Falafel. Und es geht überhaupt nicht darum, worum es mir gegangen ist, nämlich um die Frage, ist Wien noch Wien? Und leben wir nicht in einer Situation, wo die Mehrheitsgesellschaft der Österreicherinnen und Österreicher, der Wienerinnen und Wiener, eigentlich längst schon in einzelnen Stadtbereichen zur Minderheitsgesellschaft geworden ist. Und ich glaube, darüber sollte man reden. Und ich möchte auch ganz klar festhalten, es geht überhaupt nicht um die Qualität der Falafel. Es geht überhaupt nicht um die Standler. Die arbeiten dort sehr, sehr fleißig und sind engagiert. Es geht um das Grundsatzproblem, dass die SPÖ in den letzten Jahrzehnten und die Neos in den letzten Jahren das Thema Integration in Wien völlig verschlafen haben und die Integration in Wien schiefläuft. Aber bringen wir es nochmal auf den Punkt. Sie waren ja am Brunnenmarkt und haben sich ja über die Marktstandler dort aufgeregt, dass da zu viele ausländische Marktstandler sind. Was kann man denn gegen eine Vielfalt auf einem Markt haben? Gegen eine Vielfalt am Markt kann man gar nichts haben und ich habe auch nichts gegen die Vielfalt. Ich habe nur etwas dagegen, wenn die Vielfalt von, ich glaube, das Marktamt schätzt jetzt, es sind 46 Nationen dort. Genau wissen sie es nicht, aber sie sagen, es sind 46 Nationen. Das ist gut und schön. Aber wie viele österreichische Stände gibt es noch dort? Wie viele Österreicherinnen und Österreicher, Wienerinnen und Wiener sind noch als Standbetreiber dort? Und wissen Sie, das Thema Integration zeigt sich für mich an dieser Diskussion, die wir in den letzten Tagen führen und auch heute führen werden, eigentlich in einer völlig verkehrten Welt. Eigentlich sollten Menschen, die nach Österreich kommen, sich integrieren. Deutsch lernen, die Werte einhalten, das alles tun viele dieser Standler, gar keine Frage. Aber die haben ja gar nicht die Notwendigkeit, sich zu integrieren, weil sie sind in Wirklichkeit eine abgeschottete Community in diesem Bereich. Und die Wienerinnen und Wiener, die dort vorbeigehen und im ganzen Brunnenmarkt kein deutsches Wort hören, fühlen sich eigentlich in ihrer Heimatstadt, in Wien, überhaupt nicht mehr zu Hause. Und viele sagen mir, ich habe das Gefühl, ich bin in Wien bereits die Minderheit. Herr Vizebürgermeister, Sie wohnen nahe des Brunnenmarkts. Haben Sie sich das auch schon mal gedacht, wenn Sie so durch die Straßen gehen? Ich wohne beim Brunnenmarkt, bin bewusst dorthin gezogen, weil der Brunnenmarkt Wien repräsentiert, nämlich an Vielfalt an Kulturen, an Menschen, die zusammengekommen sind, auch viele, die schon lange dort wohnen und ein gutes Zusammenleben dort haben. Der Brunnenmarkt ist einer der größten Märkte Europas und einer der beliebtesten Märkte Europas. Und da verstehe ich überhaupt nicht, warum Herr Mahrer diesen Brunnenmarkt so schlecht redet, weil genau dort Integration stattfindet. Nämlich genau der Syrer, über den Sie geschimpft haben im Video, den habe ich kennengelernt. Er hat nicht 5 Stände, sondern 3. Und er hat mir erzählt, er ist nach Österreich gekommen und wollte sich selber was aufbauen. Will arbeiten, hat 7 Leute dort angestellt. Das ist Integration.
Ich gehe manchmal in die Arbeit, schon um 6:30, da steht der Standler schon dort und hat schon eine Stunde gearbeitet. Da frage ich auch Sie, Herr Mara, welche Österreicher machen das überhaupt noch, sich um 5:30 auf den Stand zu stellen, um dort herzurichten, bis spät am Nachmittag dort zu arbeiten und dann auch noch dort aufzuräumen? Das ist eine gewaltige Leistung und ohne diesen zugewanderten Menschen wäre der Brunnenmarkt leer. Und was mir wichtig ist, die Herkunft hat hier keine Bedeutung. Nämlich jeder kann einen Stand beantragen. Die Frage ist, wer macht denn das? Und am Brunnenmarkt ist eine große Vielfalt an Nationalitäten, die sich immer wieder verändert. Es gibt ein paar wenige österreichische Stände, die zum Beispiel Würsteln dort verkaufen. Aber ohne den Zugewanderten wäre der Markt leer. Und ich würde es vermissen, dort einen lebendigen Markt zu haben. Aber Herr Mara, Sie sagen ja auch, so ganz kann man es auch nicht mal als Wiener Wahrzeichen nennen. Hat das nicht irgendwie auch einen Punkt, wenn da kaum mehr Wiener Standler sind und es soll aber ein Wiener Wahrzeichen sein? Wo ist denn da Wien? Für mich ist der Brunnenmarkt das Wiener Wahrzeichen, weil Wien in aller Vielfältigkeit, Offenheit und auch Weltstädtigkeit auf den Punkt kommt am Brunnenmarkt. Und ich wohne ebenfalls dort schon recht lange, schon seit über 15 Jahren. Und ich frage mich wirklich, ob Sie eigentlich außer für dieses Video schon einmal am Brunnenmarkt waren, weil es ist tatsächlich eine Community, die dort lebt, die dort gut miteinander auskommt. Ganz viele Menschen ziehen dorthin. Es ist übrigens eine der teuersten Wohngegenden in Wien mittlerweile. Ganz viele Menschen wollen dort wohnen, genau weil dort Wien so wunderbar vielfältig auf den Punkt kommt. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich dieses Video aus vielerlei Gründen empört hat. Einerseits, weil ich diesen Generalvorwurf von der Leben oder der Arbeiten Syrer, Araber und Afghanen, so wie Sie das gesagt haben, mich macht das wirklich fassungslos, weil ja, das sind Menschen, die dort arbeiten, die eine Existenz aufgebaut haben. Sie sagen immer, Sie sind als ÖVP die Wirtschaftspartei. Jetzt haben wir hier Menschen, die Arbeitsplätze schaffen, die sich selbst eine Existenz aufbauen, die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, die ihren Beitrag leisten auch für die Integration, weil Integration ist halt nie nur eine Einbahnstraße. Integration geht immer in beide Richtungen und das sind Menschen, die ihren Beitrag leisten. Und wir sollten das feiern und wir sollten sozusagen nicht beginnen, die Gesellschaft hier zu spalten. Und genau das haben sie aber mit diesem Video gemacht. Und ich frage mich auch, mit wem sie gesprochen haben, weil die Menschen, die ich kenne, die dort in der Gegend wohnen, die auch aus anderen Bezirken kommen am Samstag. Kommen Sie mal am Samstag am Brunnenmarkt und schauen Sie, was für eine Lebendigkeit da ist, wie viele Menschen da sind. Und es entspricht halt auch nicht der Wahrheit, dass lokale Marktstandler oder dass auch österreichische Unternehmen dort nicht sind. Jeden Samstag gibt es einen riesigen Bauernmarkt, wo regionale Bauern kommen, ihre Waren anbieten. Und das macht diesen Ort auch so vielfältig und lebendig. Und da sollten wir uns auf keinen Fall kaputtreden lassen. Und ich glaube, dass sie da wirklich die Gesellschaft spalten und Hetze betreiben, wo sie einfach nicht hingehört. Das hat in unserer Stadt und in Wien einfach keinen Platz. Und insofern finde ich das sehr unverständlich, so ein Video zu machen und in so einem Ton eigentlich auch über den Ort zu reden, der für mich tatsächlich ein Wiener Wahrzeichen ist. Herr Mara, Sie dürfen auch gleich, dann sind wir im Thema drinnen. Aber Sie haben ja auch zuletzt sich an Favoriten gestoßen, an so manchen Plätzen in Favoriten. Sie auch, Herr Berger, Sie stört auch, dass eine Kleinstpartei zu Ramadan gerne Straßen in Favoriten, in Wien-Favoriten dekorieren möchte. Mal abgesehen davon, dass das von einer Kleinstpartei kommt, ist auch die Frage, ob man sich damit beschäftigen muss. Aber die zweite Frage ist, was kann man denn gegen schöne Lampions, Lichter und Deko haben? Na, so entspannt würde ich das jetzt nicht sehen, wie Sie das hier formuliert haben. Bei dieser Kleinstpartei, die Sie hier genannt haben, ja, die ist zwar noch eine Kleinstpartei, ist aber eine ausgewiesene Migrantenpartei. Und wenn wir mittlerweile in Wien ja, Parteien haben, die sich sozusagen als Identität, als Migrantenpartei definieren, dann sieht man schon auch, dass hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Wien einiges falsch gelaufen ist. Wien hat sich zweifelsohne in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr stark verändert, insbesondere was die Bevölkerungszusammensetzung anbelangt. Und das wird mit Sicherheit in dieser Runde auch niemand bestreiten. Besonders heuchlerisch
das muss ich schon an dieser Stelle auch sagen, ist, wenn der Herr Mara jetzt im Jahr 2023 plötzlich draufkommt, ja, dass er sehr viele Syrer, Afghanen, Araber und so weiter und so fort in Wien gibt, ist es doch gerade seine Partei, die auf politischer Ebene, auf Bundesebene in Regierungsverantwortung ist und genau von diesen Syrern und Afghanen gerade im Jahr 2022 rund 100.000 Menschen hier nach Österreich hereingelassen hat. Ja. Das heißt, auf der einen Seite in politischer Verantwortung zu sein, das alles möglich zu machen und sich dann auf anderer Ebene darüber aufzuregen, das geht sich halt nicht wirklich aus. Ja. Und das möchte ich an dieser Stelle schon auch festhalten. Und ja, was ich auch sagen möchte, insbesondere zu meinen beiden Vorrednern hier, ja, also die Frau Büringer und der Herr Wiederkehr, betreiben gewissermaßen schon auch Realitätsverweigerung. Das mag sein, dass im Bobo-Bezirk das ganz nett ist. Wenn man allerdings so wie bei mir in Favoriten lebt und auch sein politisches Hauptaufgabengebiet dort liegt, dann bekommt man schon ein anderes Bild von Zuwanderung zu Gesicht. Es gibt Halloween-Ausschreitungen, es gibt Silvester-Randale, es gibt Massenschlägereien, insbesondere der Römerplatz ist hier sehr in Verruf gehalten. Aber nicht nur, wenn man mich als politischer Mandatar fragt, habe ich hier eine sehr klare Position, sondern auch die Wohnbevölkerung. Fragen Sie mal die Menschen, die am Römerplatz leben, fragen Sie mal die Geschäftsbetreiber, die am Römerplatz leben, die am 1. Jänner in ihre Filiale, in ihr Geschäft kommen, nachdem sie medial vernommen haben, was dort los ist. Da gibt es dann eingeschlagene und explodierte Schaufensterscheiben. Auch das ist leider Gottes Realität in dieser Stadt. Das verurteilen wir als Freiheitliche. Davor haben wir aber auch die letzten Jahre und Jahrzehnte gewarnt. Ja, man sieht, viele politische Mitbewerber betreiben hier noch immer Realitätsverweigerung. Nur so kann es in weiten Teilen dieser Stadt mit Sicherheit nicht weitergehen. Herr Rege, machen wir noch einen Blick auf die Wirtschaft. Das traditionelle Wirtshaus, das stirbt auswärmend. Falafelstände, über die haben wir heute schon geredet, Nudelstände, Kebabstände, was auch immer, boomen. Muss man da dagegen halten oder muss man sagen, na, das ist einfach der Markt und so ist es und Pech gehabt, liebe Wirtshäuser? Ja, man muss überhaupt nicht Angst haben und man muss auch nicht vom Pech reden. Aber natürlich müsste ich den Kollegen Mara darüber aufklären, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. Und die Marktwirtschaft ist natürlich eine, die von Angebot und Nachfrage lebt. Beides bedingt sich. Abgesehen davon, dass es natürlich eine wunderbare Renaissance des Wirtshauses gibt, die auf Qualität setzt und durch die Qualität so viele Gäste überzeugt hat, dass es auch wieder diese Renaissance gibt. Auch übrigens bei den Würstelständen. Wir haben einen großartigen im 8. Bezirk, der, glaube ich, die ganze Zeit in den Medien ist. Ich kenne einen tollen am Börseplatz, einen großartigen in der Porzellangasse. Aber was für alle Gastronomen wie für die gesamte Wirtschaft gilt, man muss sich verändern, man muss mit der Zeit gehen, man muss die Qualität anheben, man kann halt nicht so kochen wie vor 30 Jahren. Also meine Mutter kocht ihn übrigens auch anders als vor 30 oder 40 Jahren. Das verändert sich alles. Wir gehen alle mit der Zeit. Und gut ist es. Also ich möchte nicht mehr in einer Zeit leben, wo ich nur Esperidenessig zur Verfügung hatte, um meinen Salat zu würzen. Diese Vielfalt macht uns aus und die möchte ich die beiden ja noch nicht schockieren. Ich bin quasi doppelter Migrant, ich komme aus Oberösterreich und bin halber Syrer, die übrigens Araber sind, dann können Sie sich das einmal sparen. Also man muss es ja beides annehmen und es ist eine Ergänzung zu dem, was Wien immer schon war. Und es hat übrigens schon in der Vergangenheit tschechische Parteien gegeben im letzten Jahrtausend. Das ist nichts Neues für Wien. Wien hat das immer großartig gemacht und diese Vielfalt hat uns immer stärker gemacht. Natürlich vor allem auch wirtschaftlich stärker, weil Herkunftsländer sind natürlich auch, wenn man so will, natürliche Wirtschaftspartner. Jetzt haben Sie es angesprochen, dafür die Frau Büringer hat es auch schon angesprochen, Herr Mara. Die ÖVP ist ja eigentlich traditionellerweise eine Wirtschaftspartei. Die Händler, die arabischen Händler am Brunnenmarkt, die zahlen ihre Steuer. Sollte man nicht froh sein, dass die da sind, dass die Geschäfte machen und Steuern zahlen? Sollte man die nicht eigentlich gerade von ihrer Partei aus umarmen also und ihnen auf die Schulter klopfen? Ich habe gerade im ersten Teil unserer Runde ganz klar festgehalten, ich habe einen ganz hohen Respekt vor diesen Standlern, die hier arbeiten. Überhaupt keine Frage. Aber die Stadt Wien nimmt sich hier raus.
sie macht keinen Lenkungseffekt. Genauso wie sie bei der Stadtteilentwicklung wegschaut, genauso wie sie in der Wohnraumsituation wegschaut, genauso wie sie wegschaut, wenn Einkaufsstraßen langsam devastiert werden, wie zum Beispiel die Neulacherfelder Straße gleich in diesem Bereich. Die Stadt Wien lässt es einfach geschehen. Und ich bin sehr für Multikulti. Aber bei Multikulti muss Österreich eine ganz wesentliche Rolle mitspielen. Multikulti im Bereich des Brunnenviertels haben wir, und so wie in Wien in einigen anderen Bereichen, haben wir bereits verloren, weil da spielt Österreich keine oder kaum mehr eine Rolle. Und noch ein Satz, mir dem es sehr wichtig ist. Ja. Der Brunnenmarkt ist ein ganz zentraler Bereich des Brunnenviertels. Und wenn wir dort von einer Zone reden, wo sich die Leute nicht mehr zu Hause fühlen, wo sie sich unsicher fühlen, dann müssen wir die Neulerchenfelder Straße mit den kaputten Geschäften im vorderen Bereich anschauen, den Lerchenfelder Gürtel mit den kaputten Geschäften vis-à-vis von der U6-Station Josef-Stetter-Straße. Dann müssen wir den Drogenhandel, die Obdachlosen, die Alkoholabhängigen, die dort herumhängen, anschauen und natürlich auch die Bereiche Gaulacher Gasse, die zur Brunnengasse führen. Das gesamte Brunnenviertel wird von vielen Menschen als Unsicherheitszone empfunden und das zeigen ja auch die Einsatzzahlen der Polizei. Ich muss da vehement widersprechen, dass die Stadt hier nicht steuernd eingreift oder steuernd eingegriffen hat. Schauen wir mal, wie der Ippenplatz vor 20 Jahren ausgeschaut hat. Da waren leere Geschäfte, die Stände hat niemand haben wollen. Dann gab es ein großes Stadtentwicklungsprojekt, nämlich zu schauen, wie kann man den Ippenplatz und den Brunnenmarkt aufwerten. Ein Projekt gemeinsam mit der Europäischen Union. Hier gab es Investitionen der Europäischen Union, um dieses Areal aufzuwerten. Und man sieht es zum Beispiel an den Wohnungen, die massiv teurer geworden sind und durchmischter geworden sind, dass hier die Stadtpolitik, nämlich auch gemeinsam damals mit ihrer Bezirks-ÖVP spannenderweise, hier dieses Grätzl verändert hat. Aber was die Stadt nicht tut, ist genau das, was Sie wollen, nämlich zu unterscheiden, welche Nationalität ein Stand hat. Weil das wäre eine diskriminierende, rassistische Politik. Das Marktamt entscheidet danach, was an diesem Markt gebraucht wird. Das heißt zum Beispiel, wenn man sieht, es gibt schon wie jetzt am Brunnenmarkt 12 Standler, die Fleisch anbieten, dann wird, wenn ein Marktstand frei wird, nicht noch ein Standler dazukommen, der Fleisch anbietet, sondern einer, der zum Beispiel Gemüse anbietet. Und das ist das Relevante und nicht die Nationalität, weil wohin kommen wir, dass wir die Menschen danach beurteilen, welche Staatsbürgerschaft sie haben. Und ja, es gibt österreichische Unternehmen, die auch dort sind. Ich habe erst vorgestern eingeladen zu einem Grätzlgespräch, wären Sie auch herzlich eingeladen gewesen, um nicht über den Brunnenmarkt zu reden, sondern mit den Leuten zu reden. Und dort waren gleich viele Österreicher wie Leute mit anderen Nationalitäten, die gemeinsam geredet haben, was auch noch zu tun ist. Und es stimmt, es gibt zum Teil eine Drogenproblematik, wo es aktive Sozialarbeit dagegen gibt. Und da muss man genau hinschauen in einer Großstadt. Aber es gehört auch dazu und da gibt es Maßnahmen dagegen. Herr Wiederkehr, nur damit wir es außer Streit stellen. Ich habe nie vom Ippenmarkt gesprochen. Für mich ist der Ippenmarkt und der Brunnenmarkt eine ganz getrennte Welt. Das ist eine ganz getrennte Welt. Also das möchte ich mir festhalten. Aber bin aber froh, dass Sie den Drogenhandel im Bereich des Brunnenviertels und auch am Brunnenmarkt selbst konstatieren. Und da muss ich sagen, wenn Sie davon sprechen, dass die Sozialarbeit dort tätig ist, also viel bemerke ich nicht von den Ergebnissen. Hauptsächlich ist die Polizei dort und macht Festnahmen. Aber jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt tatsächlich auch Gegenden, wo sich die Menschen unsicher und unwohl fühlen. Muss man das nicht auch klar benennen können? Gerade zum Beispiel Favoriten gibt es ja auch Gegenden. Also da würde ich als Frau mich am Abend nicht unbedingt raustrauen. Darf man das ansprechen? Oder ist das dann auch gleich Wien-Bashing oder rassistisch? Ich glaube, man darf es nicht nur ansprechen, man muss es ansprechen, wenn es tatsächlich Probleme gibt. Wenn sich Menschen tatsächlich nicht sicher fühlen, dann muss man das ansprechen. Ich glaube nur, dass wir, das, was hier gerade passiert, dass eine unglaubliche Vermischung stattfindet. Sie sagen, Sie trennen das säuberlich, Sie trennen das gar nicht säuberlich, sondern in Wirklichkeit werfen Sie hier ganz viele verschiedene Themen in einen Topf. Das eine sind die Standler und dann sind wir irgendwie bei den Standlern, die schon 6 Stände haben und das andere ist der Ippenplatz, die nehmen Sie aus und dann sind wir quasi vorne bei der Jury.
Sie über die Josef-Stetter-Straße. Es ist aber differenziertes Denken, quasi diese Dinge tatsächlich voneinander zu unterscheiden. Und was Sie machen, Sie werfen ein ganzes Viertel in diesem Video in einen Topf und sprechen vom Brunnenmarkt als Zone, wo sich Menschen unsicher fühlen. Und das entspricht halt einfach nicht der Wahrheit. Und in Bezug auf die anderen Themen, dass sozusagen die Josie vorne bei der Josef-Stetter-Straße ist, da denke ich mir, ja, schauen wir hin, schauen wir, was genau die Problematik ist. Ganz ehrlich, die Josef-Stetter-Straße gehört halt auch zu dieser Zone. Ich steige da jeden Tag in die U-Bahn ein oder früher bin ich quasi auch, das war auch ein Schulweg. Also ich kenne diese U-Bahn-Station sehr gut und ich kenne auch die Josie sehr gut. Und erstens einmal, also ich fühle mich dort gar nicht unsicher. Das sind Menschen, die eine Suchterkrankung haben, die dort auch betreut werden, die sehr viel auch mit sich beschäftigt sind und wo wir eine Sache machen müssen, nämlich genügend sozialarbeiterische Betreuung diesen Menschen auch zu gewähren. Das sind recht enge Räumlichkeiten dort, da muss man sich auch überlegen, wie können sich Menschen hier auch aufhalten im öffentlichen Raum. Das sind stadtplanerische Fragen, das sind sozialarbeiterische Fragen und hier müssen wir investieren. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass wir halt extrem viele Diskussionen hier vermischen, indem wir das so zuspitzen und da wird es dann tatsächlich ein Wien-Bashing, anstatt die Themen voneinander zu trennen und gut zu schauen, welche Interventionen wir setzen, auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Aber sozusagen hier mit einem Gebiet so hart ins Gericht zu gehen und tatsächlich nicht mit Menschen zu sprechen, die dort vor Ort sind. Das habe ich getan und das tue ich laufend. Aber wir trennen jetzt die Themen. Wir machen es, wir trennen fein säuberlich die Themen. Wir sprechen über die Gastronomie, über Marktstandler und über Unternehmertum, die natürlich auch das Stadtbild prägen und fragen uns natürlich auch in unserer zweiten Runde, ist Wien noch Wien nach einer kurzen Werbeunterbrechung? Willkommen zurück. Ja, wir haben uns natürlich auch auf den Straßen Wiens umgehört. Ist Wien denn noch Wien? Eine kurze Frage hätte ich an Sie. Finden Sie, ist Wien noch Wien geblieben? Nein, Wien ist nicht mehr Wien. Weil? Weil es ist komisch, man traut sich am Abend nicht mehr hinaus. Ja. Es ist furchtbar. Wien ist total zerstört. Inwiefern furchtbar noch? Man kann nicht mehr weggehen in Ruhe, man kann in kein Restaurant mehr gehen, man kann nirgends mehr hingehen. Die Autofahrer sind alle so aggressiv. Meine Frau hat nur gesagt, Herz, ich warte schon so lange, hat er gesagt, das ist mir wurscht, hat er gesagt, das ist mir egal, hat ja einen Kratzer reingemacht. Also in Wien, Wien ist eine Katastrophe. Es war damals eher fad. Okay. Und also es ist weitaus lebendiger geworden, es ist internationaler geworden, was ich positiv sehe. Und ja, es ist teilweise zu viel des Guten. Okay. zum Beispiel, was jetzt die Saufkultur betrifft und solche Sachen, aber ja, an sich ist Wien Wien geblieben. Darf ich Ihnen eine ganz kurze Frage stellen? Wir machen nämlich ein paar Meinungsumfragen und zwar zum Thema, finden Sie, ist Wien noch Wien? Ich weiß nicht, ich bin nicht von da. Aber wenn ich das vergleichen kann, was ich hier vor 10 Jahren war und hier, also die Gebäude und alles, das ist alles modernisiert, sieht schön aus. Also von der Arbeit und von den Leuten kann ich nicht gut beurteilen, aber ich mag es hier sehr. Vor allem shoppen. Die Kulturen sind einfach nicht das Problem, sondern die Menschen, die aggressiv sind, sind das Problem. Ne? Auch Österreicher oder Wiener zum Beispiel. Ne? So, das ist es eigentlich, das Aggressive. Finden Sie, ist Wien noch Wien? Ja, freilich. Ja. Inwiefern? Ja, die Leute sind sehr nett und so weiter, auch Ausländer und so weiter. Und wie gesagt, man kommt gut aus mit den Leuten. Ist Wien noch Wien geblieben? Ja. Inwiefern? Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich finde schon. Ja, Herr Berger, wenn wir mal ein Gedankenspiel machen, wenn die FPÖ jetzt den Bürgermeister stellen würde und es gar keinen Vizebürgermeister gäbe, wie würde dann Wien in 10 Jahren aussehen? Ist dann die Stadt voll mit Wirtshäusern, wo es Schnitzel gibt und deftiges Essen und in den Straßen spielt nur noch klassische Musik und alles ist schön urig und es gibt keine Migranten? Oder wie würde dann Wien ausschauen?
Nein, die Freiheitliche Partei würde sich mit Sicherheit an der Herangehensweise im Bereich der Integrationspolitik von SPÖ, NEOS, aber natürlich auch den Grünen massiv unterscheiden. Was wir seit Jahren immer fordern bzw. immer wieder gefordert haben, ja, ist, dass jeder, der hier nach Österreich kommt, bzw. wenn es an seiner Arbeitskraft schlichtweg Bedarf gibt, ja, hat sich auch entsprechend zu integrieren. Und was wir leider Gottes in Wien sehen, ist, dass das halt in Wien nicht gelebt wurde. Sehr viele Menschen nach Wien kommen, ja, und sich es hier im Sozialsystem bequem gemacht haben. Ja, das sehen wir beispielsweise auch anhand der Arbeitslosenzahlen. Schon erwähnt, den nehmen wir immer wieder gerne den 10. Bezirk hier heraus. Ja, auch dieser Bezirk ist nicht nur von Zuwanderung massiv betroffen, sondern hat auch eine massiv erhöhte Arbeitslosenquote, grundsätzlich in der Bezirksbevölkerung, aber auch unter Migranten. Und hier hätten wir oder würden wir natürlich selbstverständlich auch in Zukunft massiv differenzieren. Aber es ist natürlich nicht nur die Stadtpolitik eine, sondern auch die Bundespolitik, die hier einen massiven Lenkungseffekt inne hat. Ja, wenn jemand hier nach Österreich kommt und straffällig wird, dann hat er entsprechend auch wieder das Land zu verlassen. Aber um die Themen ja feinsäuberlich zu trennen, bedeutet das auch, dass jemand, also bedeutet Integration auch, dass jemand dann nicht Kebab und Falafel verkaufen darf auf seinem Marktstand, sondern dass ein Araber dann auch bitteschön dann österreichische Hausmannskost verkaufen muss? Nein, also ich glaube, man sollte sich diese kulinarische Frage nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, ja, sondern wo wir einfach massive Probleme sehen, ist vor allem in der Sicherheitsfrage. Deswegen habe ich das auch mit Verwunderung gerade vor der Pause zur Kenntnis genommen, was Sie gesagt haben. Ja, wenn es hier ein Sicherheitsproblem gibt, ja, dann muss man das natürlich ansprechen. Ich glaube, die Grünen waren 10 Jahre in der Stadtregierung. Bitte zeigen Sie mir eine einzige Aussendung oder eine einzige Stellungnahme der Grünen, wo sie dieses Thema aufgegriffen haben. Insbesondere auch Sie als Frau, da verwundert es mich, wieso Sie sich auch in Sicherheitsfragen hier nicht vermehrt für Frauen stark machen. Denn ja, es ist tatsächlich so, viele Frauen, insbesondere in der Jahreszeit, wo es früher dunkel wird, ja, die laufen wirklich aus Angst im Laufschritt nach Hause von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das kann es mit Sicherheit nicht sein. Das ist mit Sicherheit nicht das Wien, das wir uns vorstellen. Und hier braucht es entsprechend Maßnahmen. Aber wie gesagt, nicht nur von stadtpolitischer Sicht, sondern durchaus auch, nehme ich hier die Bundespolitik in die Verantwortung. Denn leider Gottes versagt auch die aktuell. Aber Frau Püringer, haben Sie sich schon mal unsicher gefühlt? Ich fühle mich in Wien nicht unsicher. Und diese Pauschalierung, die Sie jetzt sagen zum Thema Sicherheit, die stimmt so einfach nicht. Wenn Sie sich anschauen, Wien gehört immer noch zu den sichersten Städten Europas. Wir sind da auf Platz 6. Also sozusagen, wir sind Wien ist eine sichere Stadt. Sie Wien hat sich verändert und wunderbar, dass sich Wien weiterhin verändert, weil Wien wächst. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir sind eine Weltstadt und ich bin sehr froh, dass wir eine Weltstadt sind und keine kleingeistige Stadt, die zumacht. Und wenn es Probleme gibt, und das habe ich offen gesagt, dann sprechen wir darüber. Ich sehe nur kein akutes Sicherheitsproblem in ganz Wien. Wenn es Themen gibt, wenn es Plätze gibt, wo sich Menschen tatsächlich unsicher fühlen. Ich habe nur gesagt, Ich möchte noch einen Punkt sagen zum Thema Sicherheit. Weil was ich wirklich perfide finde, Sie reden vom Thema Sicherheit und gleichzeitig sprechen Sie aber Menschen dieser Stadt ab, dass sie auch sozial abgesichert sind. Und das ist halt der Unterschied, Gott sei Dank ist das der Unterschied zwischen unseren Parteien auch, dass wir halt auch die Frage stellen, was bieten wir Menschen an? An sozialer Sicherheit, an sozialer Absicherung und die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und die Arbeitslosigkeit, die Sie ansprechen. Sie waren die in der Bundesregierung die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Geflüchtete einfach abgeschafft haben und die Budgets gekürzt haben. Und da frage ich mich schon, wie kann das funktionieren, dass wir Menschen einerseits die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen kürzen und andererseits sagen, bitte arbeitet, lernt die Sprache, bitte integriert euch. Noch einmal, Integration ist ganz sicher keine Einbahnstraße, sondern muss in beide Richtungen gehen. Und wir müssen den Menschen auch signalisieren, es ist gut, dass ihr da seid, bitte arbeitet auch in diesem Land, ihr seid willkommen. Weil wenn es immer nur heißt, wir wollen
wollen euch nicht und wir sprechen euch auch irgendwie die grundlegenden sozialen Sicherungen ab, dann wird es schwierig. Und ich glaube, über diese Themen muss man auch mal reden, anstatt nur um die Symptome zu sprechen. Ausgangspunkt war trotzdem der Brunnenmarkt und die Marktstandler und die Wirtschaft. Herr Riege, jetzt haben Sie in der ersten Runde gesagt, Sie finden diese Vielfalt eigentlich gut und die haben sich halt durchgesetzt. Das ist halt so und das ist ja was Positives, dass diese Unternehmen auch erfolgreich sind. Ist so ein liberal marktwirtschaftliches Denken nicht ein bisschen konträr zur Sozialdemokratie, dass man sagt, na, der Stärkere, der setzt sich durch und Pech gehabt, der Schnitzelverkäufer? Nein, das ist ja überhaupt nicht unvereinbar. Wir reden hier nicht von großen Konzernen, die quasi mit ihrer Marktmacht alles anders platt machen. Hier herrscht ja Gleichheit in dem Tun. Jeder kann einen Marktstand betreiben, jeder kann ein Gasthaus eröffnen, jeder kann einen Würstelstand eröffnen. Und wenn er das ordentlich macht, sie oder er, egal wo in Wien, kann man erfolgreich sein. Das ist völlig unabhängig von der Nationalität. Vielleicht ist es ein bisschen eine Mentalitätssache. Wer will das tun? Wer will so arbeiten? Wer will so früh aufstehen? Und das muss man halt alles zusammen, glaube ich, beachten. Aber ich glaube, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben bei den 140.000 Gewerbetreibenden in Wien ganz klassisch nach der harten Definition 34.000 Kolleginnen und Kollegen, die mit Migrationshintergrund hier arbeiten. Wenn man die zweite, dritte Generation mit anrechnet, dann werden wir wahrscheinlich so bei 60.000, 70.000 sein, also fast die Hälfte aller Gewerbetreibenden. Wir erreichen da 8 Milliarden Euro, werden zum Bruttoinlandsprodukt hier in dieser Stadt beigetragen. Das kann man ja nicht alles negieren. Wir können natürlich alles schlecht reden. Wir können uns immer, ich sage immer, das mit dem Ausländerthema ist das wahrscheinlich so wie mit Flugzeugen. Wenn man alles über Flugzeuge nur aus den Zeitungen erfährt, dann erfährt man, dass sie abstürzen. Und da ist es auch so. Wenn man alles nur über dem Ausländerthema an dem Thema Gewalt und mangelnder Sozialisierung oder Integration abhandelt, und zwar ausgiebig nur abhandelt, dann hat man das Gefühl, es gäbe nur dieses eine Problem. Und ich bin ja jetzt, ich habe Ihnen gesagt, ich bin ja in doppelten Sinne Migrant. Ich bin 1990 aus Oberösterreich von Linz nach Wien gekommen, habe deswegen immer meine kleine Zeitreise im Kopf. Was war 1990 in Wien? Ein Jahr nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Randlage in Europa. Und so hat auch Wien, ja, auch wenn ich mich immer bemüht habe, in Österreich was Einzigartiges zu sein, ausgesehen. Wien hat unglaublich profitiert davon. Ist man früher nach Berlin geflogen, kommen jetzt die Berliner nach Wien und schauen sich an, was sich hier tut, geschäftlich tut, im Zusammenleben tut, in der Entwicklung der Stadt tut. Wir sind Vorreiter, wir sind nicht nur die beliebteste Stadt der Welt, wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt. Das ginge ja alles nicht zusammen, wenn überall Sodom und Gomorra herrschen würde. Und dass die Kriminalitätsstatistik an der einen oder anderen Stelle hochgeht, ja, wenn man systematische Korruption von der einen oder anderen Partei betreibt, geht die Kriminalitätsstatistik nach oben. Aber das sagt ja nicht alles aus. Also ich fühle mich da wenig angesprochen, vielleicht andere beiden Herren, aber es sagt ja nichts über das gesamte politische System auch aus. Und genauso ist es in dieser Frage. Keiner will, dass es Probleme gibt. Man kann immer das Zusammenleben verbessern, wie es auch das Zusammenleben in einer Familie immer verbesserungswürdig ist. Aber Sie und ich sind, glaube ich, das beste Beispiel dafür, was alles gelingen kann in dieser Stadt, wie es funktioniert in dieser Stadt. Dass manche damit ein Problem haben, weil sie vielleicht Ihnen den Erfolg nicht gönnen, mir den Erfolg nicht gönnen und vielleicht gerne auch so erfolgreich wären und dann überlegen, wenn Sie es nicht gäbe, säße ich dort. Das kann man in einer gewissen Neidgesellschaft nicht wegbekommen. Aber Wien ist ein unglaublicher Melting Pot, vergleichbar mit Städten mittlerweile wie eben London oder New York. Darauf können wir wirklich stolz sein. Und im Gegensatz zu diesen Städten haben wir Pipifax-Probleme. Und ich möchte die Probleme überhaupt nicht kleinreden. Ich habe auch mit Kollegen geredet, ja, da gibt es Probleme in der Stadt und da muss man eingreifen, da muss man was tun. Man muss der Bevölkerung natürlich das Gefühl geben, man kümmert sich um sie. Ich will die Probleme überhaupt nicht wegwischen. Aber wir müssen nicht immer aus der Mücke einen Elefanten machen. Und das ist so etwas, ein Sturm im Wasserglas, noch dazu ganz bewusst herbeigeredet und herbeierzeugt. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schäbig. Ich finde es auch nicht dem Wirtschaftsstandort angemessen. Und wir werden ja in diesem Wettkampf, und da kann ich nur als Vertreter der Wirtschaft sprechen, in diesem demografischen Wandel, in dem wir sind, werden wir den Wettkampf der besten Köpfe haben. Und wenn ich dann sitze irgendwo auf der Welt und muss mir überlegen, in welche Stadt, in welches Land werde ich gehen, um als Ingenieur, als Techniker, als Programmierer, als Start-up-Gründer, als Arzt oder sonst was, als Lehrer arbeiten und ich bekomme mit, ich bin da nicht willkommen, meine Kinder sind da nicht willkommen, ja, dann gehe ich in eine Stadt, wo ich willkommen bin. Dann haben wir einen markanten Nachteil. Und den dürfen wir nicht haben. Und deswegen finde ich das, was ÖVP und FPÖ nicht seit gestern, schon seit längerer Zeit hier aufführen, so auch für diesen Wirtschaftsstandort nachteilig, schädlich. Und damit schaden sie wirklich Österreich auf eine Art und Weise, was ihnen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Um den ersten Punkt aufzugreifen, Herr Mara,
wenn die Menschen in Wien halt gerne kulinarisch auch in anderen Kulturen naschen und Falafel, Kebab, Nudeln haben wollen, ist das doch legitim, die haben sich durchgesetzt. Dann ist es halt so, dass die Menschen kein Schnitzel haben wollen. Dann muss man das doch akzeptieren und dann ist halt Wien so, wie es ist, oder? Frau Wagner, wir sind weit weg vom Falafel. In der ersten Runde habe ich schon klargestellt und ich glaube, die meisten der Diskutanten haben das ja auch mitgetragen, dass wir wesentlich größere Probleme haben. Und Herr Arrighi, jetzt muss ich schon sagen, wenn Sie also davon sprechen, dass Sie nichts von Pipifax-Problemen hören wollen, dann glaube ich schon, dass einige Zuseherinnen und Zuseher sich sehr ihre Gedanken über Sie und über Ihre Meinung machen. Weil wenn sich ein Mensch in Wien unsicher fühlt, dann finde ich es nicht okay, dass man das als Pipifax-Problem darstellt. Aber lassen Sie mich jetzt vielleicht auch noch ausreden. Das sind Probleme der Menschen, weil ich gebe Probleme. Lassen Sie mich ausreden, Herr Arrighi. Ja, bitte, bitte. Ich gebe Probleme der Menschen auch weiter. Und ich mache das deshalb, damit wir in dieser Stadt etwas verhindern, was ich nicht will. Ich will weder Hetze noch Rassismus. Wenn wir aber den Menschen nicht zuhören, wenn wir ihre Probleme als Pipifax-Probleme bezeichnen, dann führt das genau in eine Gesellschaft, die ich nicht will. Und Herr Arrighi, noch etwas. Ihre Teilnahme heute zeigt für mich etwas ganz Besonderes, nämlich den Niedergang der Sozialdemokratie. Diese Sendung heißt Ist Wien noch Wien? Wissen Sie, wer dorthin kehrt auf Ihrem Sessel? Bitte sagen Sie. Der Herr Bürgermeister. Weil der Herr Bürgermeister, dem müsste ja am Herzen liegen, die Frage zu beantworten, ist Wien noch Wien? Und das finde ich eigentlich ja dazu. Äußerst traurig. Dann hätte er ja herkommen können und sich auch mit uns unterhalten können. Aber bitte, sei es drum. Vielleicht danke, darf so ich aber trotzdem, ich qualifiziere Sie nicht ab. Ich sage nur, der Niedergang der Sozialdemokratie meiner Person sichtbar wird. Das hat ja danke mit, dafür. Das hat ja damit, das hat mit dem Herrn aus. Bürgermeister zu tun. Was sagt viel über Sie aus? Machen Sie weiter aber so. Streiten wir vielleicht, ich darf so. Vielleicht noch ganz kurz meine alle. Gedanken anbringen, reden, was Sie. Wir tun, was wir tun würden in dieser Stadt, wenn es eine Volkspartei gäbe, die in dieser Stadt auch mitgestalten und gestalten kann. Ich glaube, das sollte man schon auch ansprechen. Und da sage ich Ihnen eines ganz klar, im Gegensatz zu dem, was Sie sagen. Der Sozialmagnet Wien als Willkommenshauptstadt in Europa für alle, die von außen kommen, ist ein Problem. Wir müssen tatsächlich, und da bin ich schon bei Kollegen Berger, wir müssen tatsächlich auch Bund und Land Maßnahmen setzen, wo wir auch überprüfen, ob die Sozialleistungen, die wir in Wien gerade für zugewanderte Personen bringen, ob die noch angemessen sind und ob nicht durch Sachleistungen statt Geldleistungen vieles ersetzt werden kann. Wenn ich mir heute anschaue, dass wir in Wien derzeit 30.000 Asylberechtigte haben, die nicht auf den Arbeitsmarkt kommen und die langfristig arbeitslos sind, dann ist das die falsche Entwicklung in dieser Stadt. Und ein letzter Punkt noch, dann bin ich schon fertig, weil es auch so wesentlich ist für die Zukunft. Das ist die Bildung, die uns sehr am Herzen liegt. Und wenn ich mir heute anschaue, dass wir in Margareten 88% der Kinder haben, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, im Brunnenviertel in Otterkring sind es 2/3. Fast 70% der Kinder in Otterkring haben Deutsch nicht als Umgangssprache. Ja, da ist doch etwas in der Balance zwischen Österreichern, Wienerinnen und Wienern und Menschen, die zugewandert sind, verloren gegangen. Da kann man doch nicht sagen, Wien ist noch Wien. Und der letzte Punkt, weil Sie gesagt haben, in den 90er Jahren sind Sie nach Wien gekommen. Damals waren in den Schulen 25 Kinder. 3 davon waren vielleicht einer Herkunft, wo Deutsch nicht die Muttersprache war, aber 22 waren österreichische Kinder. Heute ist es genau umgekehrt. Und heute fühlen sich die Kinder in vielen Klassen in Wien bereits als Fremde und als Minderheit. Herr Vizebürgermeister, vielleicht um das runterzubrechen, wie viel Vielfalt verträgt denn eine Großstadt? Für mich ist die Weltoffenheit und die Vielfalt etwas Positives, aber die Vielfalt verursacht immer auch Konflikte. Ganz logisch. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen zusammenkommen, dann gibt es Konflikte. Und ja, dann gibt es natürlich auch Herausforderungen in der Schulklasse. Wenn die Mehrheit der Kinder zu Hause nicht Deutsch gelernt hat und Deutsch lernt, dann ist es eine unglaubliche Herausforderung für den Bildungsbereich. Aber dort setzen wir an. Nämlich, es ist nicht ein Entweder-Oder. Sondern ein sowohl als auch, nämlich Muttersprache zu lernen und die deutsche Sprache zu beherrschen.
Alleine heute habe ich ein neues Programm für den Sommer vorgestellt, Wiener Sommerlernen, nämlich Deutsch-Förderkurse für Kinder, die es brauchen, auch im Sommer, damit die Kinder unabhängig von der Herkunft im Wiener Bildungssystem die besten Chancen bekommen. Weil wir brauchen diese Jugendlichen, wir brauchen sie am Arbeitsmarkt, wir brauchen sie als glückliche Menschen in unserer Gesellschaft. Und was ich von der ÖVP und auch von der FPÖ höre, ist eine Brandmeldung, aber anstatt das Feuer zu löschen, holt man Öl und schüttet es ins Feuer. Wir brauchen halt konkrete Lösungen, um hier voranzukommen, dass alle Menschen gute Bildungschancen bekommen. Und ja, selbstverständlich benötigen wir eine qualifizierte und geregelte Zuwanderung. Und da muss man auch sagen, da gab es in Österreich zu viel irreguläre Zuwanderung und da braucht es größere Anstrengungen, auch auf Bundesebene, europaweit, um klar zu sagen, was sind die Voraussetzungen, um nach Österreich zuwandern zu dürfen. Aber wenn Leute hier arbeiten, sich etwas erarbeitet haben und für ihre Familie da sind, die dann schlecht zu reden, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber müssen wir dann gegensteuern, gegen das Stadtbild, das Wien gefühlt auch Grätzl hat, wo man nicht mehr viel österreichische Geschäfte sieht? Darüber müssen wir auch noch sprechen nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willkommen zurück. Ja, Frau Püringer, wir sind bei der Vielfalt einer Stadt stehen geblieben. Gibt es denn beim Multikulti auch vielleicht Bereiche, die problematisch sein könnten? Ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass wir in Wien in einer Stadt leben, die vielfältig ist, die weltoffen ist. Und die Hälfte der Menschen, die in Wien leben, die Hälfte der Wienerinnen und Wiener, haben eine Migrationsgeschichte. Das ist einfach ein Faktum. Wien wächst weiter. Menschen kommen nach Wien. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, diese Menschen auch entsprechend einerseits willkommen zu heißen, ihnen das Gefühl geben, dass sie dazugehören. Weil die Signale, die sie hier aussenden, jetzt geht es sogar schon um die Kinder, wo ich mir denke, diese Kinder gehören zu unserer Stadt, diese Kinder gehören zu Wien. Und ja, sie brauchen Unterstützung. Kinder, die sozusagen jetzt keine deutsche Muttersprache haben, brauchen Unterstützung in der Schule. Ja, auch die Eltern brauchen Unterstützung. Da können wir überall ansetzen. Da braucht es noch mehr Maßnahmen, da braucht es noch mehr Anstrengungen. Da geht es auch um eine Durchmischung. Ich kann nur selber sagen, weil wir am Brunnenmarkt waren, meine Tochter geht auch in eine dieser Schulen, wo sehr viele Kinder nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Sie lernt dort wunderbar, möchte ich auch noch mal dazu sagen. Aber natürlich kann man auch die Frage stellen, warum ist die eine Schule so, dass 2/3 der Kinder nicht deutsche Muttersprache haben. Gleichzeitig gibt es eine andere Schule, wo alle Eltern hingehen, deren Kinder deutsche Muttersprache haben. Da denke ich mir, das bildet das natürlich auch die Wohnbevölkerung nicht ab. Ich glaube, da muss man definitiv im Bildungsbereich auch steuernd eingreifen. Schulen, die besondere Herausforderungen haben, auch besonders quasi mit Mitteln auszustatten. Das ist der eine Punkt. Und sonst glaube ich halt tatsächlich, dass wir einfach anerkennen müssen und uns freuen können, dass Wien so eine vielfältige, offene Stadt ist und entsprechend Maßnahmen setzen. Und noch einmal, diese Menschen werden auch größer in der Stadt, diese Kinder, von denen wir gerade gesprochen haben. Und wir brauchen in Wirklichkeit händeringend Menschen in dieser Stadt, die auch auf den Arbeitsmarkt kommen. Wir reden die ganze Zeit vom Personalmangel in wirklich allen Teilen der Stadt, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, bei den Elementarpädagogen. Also wir kommen ja gar nicht nach und gleichzeitig signalisieren wir Menschen, ihr seid jetzt eigentlich nicht willkommen. Und noch einmal zu diesem ganzen Thema auch der sozialen Sicherungen. Die soziale Sicherung der Mindestsicherung zum Beispiel. Und übrigens wurde genau vom VfGH heute aufgehoben, dass es sich dass Sachleistungen, dass nur Sachleistungen hier gerechtfertigt sind. Und ich finde, wir müssen anerkennen, dass die Mindestsicherung das Mindeste sichert, das Mindeste, was es zum Leben braucht. Und das Menschen nicht zuzugestehen, das kann ich einfach nicht verstehen. Weil natürlich treiben wir dann Menschen auch in Nöte, treiben sie unter Umständen in Kriminalität. Also wir müssen den Menschen das Mindeste zugestehen. Wir müssen Menschen willkommen heißen, Stichwort Emma 35 auch. Das ist ein Punkt, wo ich mir denke, okay, wir signalisieren auch Menschen, die Staatsbürgerinnen werden wollen, ihr könnt einen Termin in einem Jahr haben. Also da gibt es noch unfassbar viel zu tun. Auch im Bereich Arbeitsmarktpolitik, im Bildungsbereich, es ist sehr viel zu tun. Aber dass wir eine vielfältige, weltoffene Stadt sind, darüber bin ich unendlich froh. Und das wird sich auch nicht ändern und das darf sich auch nicht ändern. Und das darf sich auch durch so eine Spaltung, und das riskieren wir. Wir riskieren eine Spaltung, indem wir Menschen sagen, nur ein letzter Satz, ich muss einmal noch zurück zum Falafelstand, weil
Nach Ihrem Video habe ich mit dem Besitzer vom Falafelstand gesprochen und er hat mir gezeigt, in wie vielen Gruppen Ihr Video geteilt wurde. Und er war erschüttert. Er hat gesagt, warum will man uns nicht hier? Wir haben ja einen Stand. Also das wirkt ja auch. Das sind ja auch Signale in diese Communities, dass wir diesen Unternehmerinnen und Unternehmern eigentlich sagen, wir wollen euch eigentlich. Aber wir wollten ja nicht mehr über die Falafel reden. Deswegen reden wir über die Kinder. Ich greife den Punkt auf. Herr Berger, Ihr Parteikollege aus Niederösterreich sagte gegenüber migrantischen Kindern, dass Wien ohne sie noch das richtige Wien wäre. Würden Sie diese Aussage eigentlich teilen? Ich habe schon eingangs gesagt, in meinem Eingangsstatement, dass niemand hier in dieser Runde bestreiten wird, dass sich Wien in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv verändert hat. Das sehen nicht nur Niederösterreicher, wenn sie nach Wien kommen, am Straßenbild. Das sagen aber sowohl auch viele seit Jahren und das ganze Leben lang hier ansässige Wienerinnen und Wiener, wie wir es auch wie vor allem im Beitrag gesehen haben, dass sich insbesondere gewisse Bezirke und gewisse Stadtteile sehr, sehr verändert haben. Ja, und das kann ich nur wiederholen, das drückt sich nicht nur am Stadtbild aus, ja, sondern auch in Sicherheitsfragen, ja, aber auch in anderen Punkten, dem Umgang gegenüber Frauen. Der Bildungsbereich ist angesprochen worden. Ja, bei Ihrem Medium in der Printausgabe erscheint ja immer auch ein Beitrag regelmäßig von der Frau Susanne Wiesinger, die auch hier wirklich die Finger in die Wunden gelegt hat, die auch an einer Brennpunktschule hier tätig war und die sehr, sehr viele Punkte kritisch angesprochen hat. Ja. Und so schön, wie Sie das hier vorhin formuliert haben im Bildungsbereich, so nett. Und wir müssen einfach nur ein paar Sozialarbeit mehr und ein bisschen mehr finanzielle Mittel und dann wird sich das Problem schon legen. Ja, so ist es nicht. Wir haben einen enorm hohen Prozentsatz in Wien von Schülern, von Schulabgängern, die Bildungsziele nicht erreichen, die nach 9 Schuljahren, ja, nach dem Pflichtschulabgang nicht ausreichend Deutsch können und insofern finde ich das relativ nett, dass Sie sagen, wir brauchen irrsinnig viele Menschen im Berufsleben. Ja? Nur wenn nach 9 Schuljahren es nicht möglich ist, dass sie ausreichend schreiben, lesen und rechnen können, da hapert es ja irgendwo. Ja? Und da haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, dass wir hier nicht nur mit einfacher Bereitstellung von finanziellen Mitteln zurande kommen, sondern, und da bin ich durchaus bei Ihnen, es ist sehr viel eine Mentalitätsfrage. Ja. Und ja, das haben wir nun einmal auch in gewissen Kulturkreisen, ja, dass man das Thema Bildung relativ entspannt sieht. Ja. Und umso mehr ist es auch insbesondere in Bezirken, wo es viele Brennpunktschulen gibt, dass auch viele Eltern österreichischer Herkunft, ja, oder mitteleuropäischer Herkunft auch Geld in die Hand nehmen, um ihre Kinder an Privatschulen zu schicken. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Bonzen oder die Topmanager internationaler Konzerne. Das ist wirklich Mittelstand, wo ein Elternteil nur deshalb arbeiten geht, damit das österreichische Kind dann nicht das einzige in der öffentlichen Schule in der Klasse ist, unter Umständen gehänselt wird aufgrund dessen, aufgrund der Haarfarbe oder was auch immer, sondern vor allem auch, damit wirklich das Kind auch erfolgreiche Berufschancen hier hat, erfolgreiche Berufsaussichten hat, weil halt sehr oft auch ja, in allen möglichen Landessprachen kommuniziert wird, nur halt nicht auf Deutsch. Insofern auch Stichwort Niederösterreich finde ich das Bestreben sehr, sehr sinnvoll, auch hier in der Pausensprache Deutsch festzulegen, ja, und habe hier großes Vertrauen auch in die Freiheitlichen in Österreich, hier wirklich auch das voranzubringen. Denn ja, wir sehen sie, es ist nicht, dass die Unterrichtssprache dann Deutsch ist, ja, wenn dann zu Hause, bei den Eltern, in der Freizeit wieder die unterschiedlichsten Landessprachen gesprochen werden. Ja, das trägt halt nicht unbedingt dem Bildungsziel, Deutsch sattelfest zu können, bei. Und einen Satz vielleicht noch, ja, wir brauchen in Wien ja massiv Polizisten. Ja, wir haben viel zu wenige. Leider Gottes ist hier auch das ÖVP-geführte Innenministerium säumig. Aber was sehen wir vor allem auch in Wien? Ja, dass sehr viele Bewerber hier am Kriterium Deutsch scheitern. Ja, und alleine aufgrund dieses Umstandes muss es uns ja ein zentrales Anliegen sein, dass wirklich Kinder und Jugendliche, die 9 Jahre in der Schule waren, zumindest ausreichend Deutsch können und die Grundrechnungsarten.
Wieder retour zur Wirtschaft und auch um das Thema aufzunehmen. Es gibt einfach auch kulturelle Unterschiede im Denken, in der Haltung. Sie haben, Herr Rieger, zuvor gesagt, dass Migranten sich das vielleicht auch eher antun, die Selbstständigkeit, und sich dann halt um 5:30 zum Marktschlandl stellen. Macht kein Österreicher mehr, ist das auch ein Vorurteil? Es ist sicher auch ein Vorteil. Ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen. Jeder macht die Arbeit, die er oder sie gerne macht, dass sie oder ihm auch erfüllt. Das machen halt jetzt in gewissen Teilen sehr stark geführt migrantische Unternehmen. Und ich möchte aber auch einmal das Bild ein bisschen korrigieren, als ob man immer nur mit einer Migrantengruppe zu tun hat. Ich bin ja zum Glück auch viel unterwegs und ich treffe chinesische Unternehmer, indische Unternehmer, pakistanische Unternehmer, ex-jugoslawische Unternehmer, türkische Unternehmer, syrische, ägyptische Unternehmer, aus dem Maghreb Leute, Thailand. Wir haben sie aus ganz Europa als Expats hier, wir haben sie aus der ganzen Welt hier. Und früher schon im Mittelalter hat man gesagt, Stadt Luft macht frei, und sie kommen also ganz bewusst, sie stimmen mit den Füßen ab, geht man hin. Und zwar nicht wegen den Sozialleistungen, wir sind ja uns wohl einig, die arbeiten, ich rede jetzt hier von den Unternehmern, die nehmen ihr Glück in die eigenen Hände, die arbeiten, sie zahlen Steuern und entscheiden sich, das hier an diesem Standort zu tun, weil es eine großartige Stadt ist, weil es das Zusammenleben funktioniert, weil man sicher ist. Ich habe übrigens eine 12-jährige Tochter, habe keine Angst, wenn sie jetzt unterwegs ist, dass sie irgendetwas passieren könnte. Und nur ganz kurz noch auf die 90er Jahre zurückzukommen, die Sie jetzt da quasi als heile Welt beschrieben haben. Ich bin in die SPÖ eingetreten 1991 nach dem ersten grauslichen Ausländerwahlkampf der FPÖ, weil die hat es damals schon so grauslich gefunden. Das waren damals ihre guten Zeiten, das waren damals schon die schlimmen Zeiten. Das Ausländervolksbegehren war, glaube ich, 94, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ihre guten Zeiten waren damals schon die ganz schlimmen Zeiten. Es war immer schlimm irgendwie, wenn man es schlimm bezeichnen möchte. Und für diejenigen, die das als Bereicherung empfinden, auch als eine quasi Form der Internationalität, und das ist es, wir sind ja auch ein Standort, ein internationaler, von der OSZE, KSZE bis zur UNO und andere OPEC, das ist halt Teil der Wiener DNA geworden. Und das finde ich wirklich großartig. Ich möchte mich eigentlich nicht mehr zurückbeamen in das Jahr 1990 oder 1989. Ich habe die Vielfalt, die jetzt hier ist, auch kulturell, nicht nur kulturell, sondern auch vor allem wirtschaftlich, was hier sich neu angesiedelt hat. Wirtschaft hat sich komplett gewandelt. Und die Arbeitsplätze, die wir schaffen, gerade in diesem KMU-Bereich, die vielen EPU, die sich selbst Arbeit schaffen und damit der Stadt auch ein neues Stadtbild geben, das hat Wien zu dem gemacht, was es heute ist. Und Wien wird immer Wien bleiben, weil Wien ein wandelnder Prozess ist wie jede Großstadt der Welt. Und darauf können wir eigentlich super stolz sein. Und ich habe nicht die Probleme der Menschen als Pipifax bezeichnet. Ich würde das nie tun. Die Leute, die ihre Erfahrungen machen, die muss man immer ernst nehmen. Aber Politiker, die aus diesen Emotionen, die unterschiedlich sind, und ich kann das immer nur als ein kleines Beispiel, wenn Sie mir das nur erlauben, sagen, von meiner Großmutter. Die hat mich immer heiß geliebt. Wirklich, die hat mich vergöttert, heiß geliebt, alles unterstützt. Und dann hat sie immer gesagt, aber es gibt so viele Ausländer und man hört so viel und man liest ja so viel. Und dann habe ich mir immer gesagt, Oma, schau mich doch einmal an, mit wem redest denn du? Ja? Die hat das gar nicht selbst erlebt, die hat es gelesen und die hat es gehört. Das Erlebte, die wirklich Erlebnis erlebt, hat sie es nicht. Und ich möchte die Probleme in manchen Bezirken absolut nicht kleinreden. Und ich glaube, das muss man wirklich ernst nehmen und in den Dialog gehen. Aber wenn man dann tatsächlich spricht, und ich mache das ja auch, wenn es angesprochen wird, und fragt, na, was ist das eigentliche Problem, dann kriege ich kaum richtig konkrete Antworten. Ja, dann bleibt es auf einer Metaebene. Die will ich auch nicht kleinreden. Aber ein ungutes Gefühl, das man kaum erklären kann, wie die Angst vor Schlangen, die muss ja auch nicht real sein, das ist halt da. Ja, die will ich auch niemandem absprechen, dass man Angst vor Schlangen hat. Ich komme jederzeit mit. Darauf wollte ich gerade hinaus. Herr Mara, jetzt muss ich trotzdem noch mal auf die Falafel zu sprechen kommen. Frau Büringer hat Sie nämlich eingeladen, in einem Gegenvideo mitzukommen zu Ihrem Lieblingsfalafelstand am Brunnenmarkt. Wären Sie dafür zu haben? Also mit der Frau Büringer, die ich persönlich sehr schätze, gehe ich auf jeden Falafelstand. Ich gehe aber auch gern zu einem Wiener Würstelstand mit ihr. Überhaupt keine Frage. Nur unsere Diskussion zeigt, es geht um wesentlich mehr als um den Brunnenmarkt. Es geht um die gescheiterte Integration in Wien. Und ich sage Ihnen noch einmal, damit das Ganze auch Bilder bekommt, ich gehe jetzt in diesen Tagen, Wochen, Monaten und in den nächsten Jahren von einem Schwerpunkt, von einem Brennpunkt, von einem Bezirk zum anderen und werde mit den Menschen reden. Ich möchte sie ernst nehmen. Ich will sie nicht wegreden. Sondern ich glaube, es ist wichtig, die Wienerinnen und Wiener auch ernst zu nehmen. Und das tun wir, glaube ich, in dieser Stadt bis jetzt viel zu wenig. Aber Herr Mara, Sie haben ja über die Leute gesprochen am Brunnenmarkt und Falschinformationen verbreitet und nicht mit ihnen.
Ich habe mit Ihnen gesprochen und ja, auch dort, wenn man mit Ihnen redet, dann sind die auch sehr reflektiert. Auch die Zugewanderten sagen, natürlich gibt es Probleme, es gibt Konflikte. Am Brunnermarkt kommen so viele unterschiedliche Leute zusammen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Kultur. Da entstehen Probleme. Massive Integrationsmaßnahmen, wo Sie und Ihre Partei und die FPÖ oft dagegen stimmen, nämlich Bildungsmaßnahmen in der Schule anzusetzen. Ganz relevant. Deutschförderung, wo Sie immer dagegen sprechen. Und wie viele bestehende Deutschkurs dann nicht? Und ich sehe auch, dass es ich sehe, dass es zusätzliche Maßnahmen auch benötigt. Nämlich wir müssen auch darüber reden, neben dem Fördern mehr einzufordern. Ich bin zum Beispiel dafür, dass wir manche Angebote verpflichtend machen für Kinder, damit die wirkliche Bildungsaufstiegschancen bekommen. Wir sind trotzdem schon am Ende der Zeit. Wir wollen trotzdem konkret an dem Thema bleiben, Frau Püringer. Favoriten habe ich da gehört, steht auch auf der Agenda. Falafel oder ein Würstel in Favoriten mit dem Herrn Maurer, mit dem Herrn Berger, eigentlich mit allen gleich zusammen. Wären Sie dafür zu haben? Immer beides, Wiener Würstelstand und Falafel, großartig. Gut, das heißt, danach setzen wir uns dann noch einmal zusammen. Vielleicht ergibt sich ja dann doch vielleicht ein anderes Bild. Frau Püringer, meine Herren, vielen, vielen Dank für die Diskussion. Danke auch an Sie zu Hause, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Punktlandung, hätte ich nicht gedacht.